So let's turn our Bible to the book of Genesis 11. Erste Buch Mose, Kapitel 11, bitte aufschlagen. And please, I want to read from the verse number 4. Und ich lese ab Vers 4. Now we're referring here to the story of the Tower of Babel. Also hier geht es um die Geschichte von dem Turm zu Babel. And I just want to start the story from the verse 4. Ab Vers 4 lese ich. Here the word tells us that, and they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den Himmel. Und zwar so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. So they wanted to build a city and a tower. Also sie hatten vor, eine Stadt und einen Turm zu bauen. And they wanted to make a name for themselves. Und sie wollten einen Namen für sich selbst machen. Now he's talking about the people. Hier geht es um das Volk. Now with the fear that they will not be scattered throughout the whole world. Nämlich sie fürchteten sich, dass sie wirklich überall auf der Welt zerstreut werden. So the motivation of their building was fear. Also die Motivation, sprich der Beweggrund hinter ihrem Bau, war die Furcht. Because they needed security for themselves. Warum? Sie brauchten Sicherheit für sich. They wanted establishment for themselves. Sie wollten sich niederlassen für sich. So this tells us that the venture was something that was built out of insecurity. Und das zeigt uns, dass diese ganze Unternehmung wurde aus Unsicherheit genommen. So they are trying to do something to become someone. Nämlich sie versuchen etwas zu tun, um jemand zu sein. Now, today I want to talk about the wisdom to build. Heute möchte ich über die Weisheit zum Bau reden. Because there are two wisdoms. Denn es gibt zwei Weisheitarten. The wisdom of man. Ja, die Weisheit des Menschen. And the wisdom of God. Und Gottes Weisheit. Because. Warum? The Bible tells us. Die Bibel sagt uns ganz klar. That true wisdom. Nämlich wahrhaftige Weisheit. A house is built. Ja, also durch die Weisheit wird ein Haus gebaut. Proverbs 24, the verse number 3. Nämlich Sprüche 24, Vers 3. So any establishment, also jegliche Unternehmung, any venture, jegliche Investition, business, ja, geschäftlich, family, Familie, church, Gemeinde, whatever you can name it, was auch immer du da machen möchtest, you need wisdom, du brauchst Weisheit, you need wisdom, du brauchst Weisheit, to build, um zu bauen, because without wisdom, denn ohne Weisheit, the house cannot be erected, kann das Haus nicht gebaut werden, and so David tells us, David erläutert uns, in Psalms 127, nämlich in Psalm 127, the verse number 1, in Vers 1, he said, except the Lord build the house, es sei denn der Herr baut das Haus, he says, they that labor, the labor in vain, also die Erbauer sind, also ihr Versuch ist für nichts. Amen. Amen. So it is when the Lord builds it. Wenn der Herr aber das Gebäude baut. So it will take the wisdom of God. Da braucht es die Weisheit Gottes. For a business to stand. Damit ein Geschäft steht. For a ministry to stand. Damit ein Dienst steht. For a home to stand. Damit ein Zuhause steht. For a marriage to stand. Für eine Ehe, damit die Ehe steht. For a career to stand. Damit die Karriere beständig ist. It will take the wisdom of God. Das braucht die Weisheit Gottes. But there is another wisdom. Doch es gibt eine andere Weisheit. Which is born out of insecurity. Und diese Weisheit wird aus Unsicherheit geboren. We want to make a name for ourselves. Wir möchten einen Namen für uns schaffen. We are afraid to be scattered. Wir fürchten uns wirklich zerstreut zu sein. We may experience lost. Es könnte sein, dass wir Verluste erleiden. So I have to secure. Also müssen wir uns etwas sichern. So everything is centered on me. Alles dreht sich um mich. And so I will have to make sure. Deshalb muss ich dafür sorgen. That the city, dass diese Stadt, the tower, auch der Turm, that I'm building, die ich baue, will have it top in heaven. Also sie müssen wirklich ihre Spitze in den Himmel haben. Amen. Amen.
Everybody is hinting, everybody is launching for the top. Also jeder will in die Spitze hinaus. Amen. Glory Amen. Be to God. Amen. There's a saying that says, you know, the sky will be your limit. Ja, es gibt einen Spruch, ja, der, also sprich, die, ja, wie sagt man, der Himmel ist einfach mal die Grenze oder sowas. Amen. Everybody wants to progress. Ja, jeder möchte einfach mal oben aufstehen in Everybody der Leiter. Everybody want to move ahead. Jeder möchte vorankommen. You know, at times when someone stands as an obstacle, when we see someone as an obstacle, come on, we make sure that he's erased from ja, our way because we are hinting for the top. Denn auf diesem, sag mal, auf dieses Ziel hinaus, nämlich wenn jemand uns im Weg steht, was tun wir? Entweder wir schubsen den runter oder wir sorgen dafür, dass er Platz macht. You don't need to go to the top. Also du brauchst nicht wirklich zur Spitze zu gehen. You're on the top already. Du bist schon an die Spitze. Amen. Amen. Halleluja. The psychology of man doesn't receive that. Also die Psychologie des Menschen will sowas gar nicht annehmen. What you are striving to become. Also wonach du strebst zu sein. You have already been made so. Also du wurdest schon so gemacht. So you need to think like that. Also du brauchst nur noch so zu denken, wie du schon gemacht. So when you begin to think like that, wenn du entsprechend deiner Erschaffung denkst, your walk in life, dein Wandel im Leben, is with rest, ist mit Ruhe, is with security, ist mit Sicherheit, is with assurance, ist mit wirklich Garantie. You know. Du erkennst, that you will break through. Dass du durchbrichst. You know, du weißt, that you will manifest God's blessing. Dass du die Segnungen Gottes sichtbar werden lässt. Because what you are pursuing after, das wonach du jagst, he has already made so, he has already given it to you. Das ist dir schon zuteil worden. So when we read through the story, also wenn wir die Geschichte durchlesen, the next verse, the verse number 5, Vers 5, it says, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die Menschenkinder bauten. Amen. Amen. The verse 6. Vers 6. And the Lord said, behold, the people is one. It's serious when God makes grammatical mistake. Vers 6, und der Herr sprach, siehe, das sind ein Volk. Ja, also im Englischen hat der Herr wohl einen grammatischen Fehler gemacht. Amen. Amen. And they have all one language. Und eine Sprache haben sie alle. And these they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Amen. Amen. He says, the people is one. Ja, ein Volk sind sie alle. Now, please, I want us to understand something. Ich möchte, dass wir etwas begreifen. When God looks at people, also wenn Gott das Volk oder die Menge anschaut. When he looks at majority of people, wenn er einfach die Menge an Leute anschaut. He doesn't count people by true numbers. Ja, also Gott ist kein Statist, also der wirklich Menschen einzeln zählt. He determines how many people are by their beliefs. Gott entscheidet, wie viele Menschen es gibt durch ihren Glauben. So when there are multitudes of people, wenn es eine Menge an Menschen gibt, and if they have one belief, und wenn sie nur einen Glauben haben, they are one. Sie sind eins. In the eyes of God, they are one. In Gottes Augen sind sie eins. They are not multitudes. Sie sind nicht eine Menge. So naturally, also natürlich gesprochen, we will look at them as many. Wir würden sagen, Mensch, da sind ja Millionen von Menschen. But God sees them as one. Doch Gott sieht sie alle als eins. And so that is why God says the people is one. Und deswegen sagte Gott, das Volk ist ein Volk. The wisdom behind their action, ja, die Weisheit hinter ihrem Tun, is that which defines all of them.
ist genau das, was dieses Volk definiert. They are driven by their insecurity. Sie werden getrieben von ihrer Unsicherheit. They are doing what they are doing in order for them to become something. Sie tun, was sie tun, damit sie etwas werden. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, listen to me, this will help us. Also bitte mir zuhören, denn das wird uns helfen. Because the wisdom of man, denn die Weisheit des Menschen, I call it the serpentine wisdom. Ja, also diese Schlangenweisheitart. The wisdom of the snake. Ja, die Weisheit der Schlange. The wisdom of the devil. Die Weisheit des Teufels. Is to tell you, ist dir zu sagen, that you can become someone, dass du jemand sein kannst, by what you do. In, also durch das, was du tust. That was the wisdom that was given to Adam and Eve. Also das war die Weisheit, die Adam und Eva gegeben wurde. Because when we look at Genesis 3, the verse number 5, wenn wir 1. Buch Mose 3, Vers 5 anschauen, the devil challenged Eve. Der Teufel hat Eva herausgefordert. He said, God knows. Denn Gott wusste, that Gott weiß, if you eat of this tree, dass wenn du auch von diesem Baum isst, you shall be as God. Du wirst wie Gott sein. Now listen. Bitte mir zuhören. Says if you eat of this tree, wenn du von diesem Baum isst, you shall be like God. Wirst du wie Gott sein. But they were already like God. Doch sie waren schon ohne Frucht, ohne vom Baum zu essen, wie Gott. Amen. Amen. Because Genesis 1:26 tells us. Denn 1. Buch Mose Kapitel 1 Vers 26 sagte uns schon. God speaks to himself. Nämlich Gott sprach zu sich. He says, "Let us make man in our image, after our likeness." Lass uns den Menschen schaffen, und zwar nach unserem Ebenbild. Uns ähnlich. So when man was created, als der Mensch erschaffen wurde, he was already like God. Der war doch schon wie Gott. So the deception, also die Täuschung, the deceptive wisdom, ja, die Listigkeit, die listige Weisheit hier drin, which is still in operation in this world till today, die immer noch am Wirken auf der Welt bis heute is noch, that if you do something, ist nämlich, wenn du etwas tust, you will become as God. So wirst du auch wie Gott sein. It looks good. Ja, das schaut sich gut an. Amen. Amen. But that is the wisdom of man. Doch das ist die Weisheit des Menschen. I want to become. Ich möchte etwas erreichen. Ich möchte irgendwo ankommen. I want to receive from God. Ich möchte von Gott empfangen. So there is something I need to do. Das bedeutet, es gibt etwas, was ich zu tun brauche. Amen. Amen. Now this is the mother of confusion. Und genau das ist die Mutter aller Durcheinander. This is the genesis of religion. Ja, das ist wirklich der Anfang der Religion. No matter what religion that is operating on this earth is standing on this wisdom. There is something I need to do. This has gripped even into Christian belief, that many of us believe that we need to do something in order for us to become someone. Und dementsprechend, wenn man die Religionen anschaut, dann findet man, egal was es ist, solange es eine Religion auf Erden ist, dann findet man, dass man muss doch etwas tun, um jemand zu sein. Und das ist sogar im Christentum hineingekommen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Now Paul tells us, Paulus berichtet uns in 1. Corinthians 14, the verse 31, in 1. Korinther 14, Vers 31, he says, God is not the God of confusion. Nämlich Gott ist kein Gott des Durcheinanders. Huh? This Amen. Is the genesis of confusion, right? Und hier haben wir den Anfang des Durcheinanders. Because Babel means confusion. Denn Babel bedeutet Durcheinander. So God says he's not the author of confusion. Und Gott sagt, ich bin nicht der Urheber von Durcheinander. God did not generate. He was the wisdom with which they were building the tower did not come from God. Ja, die Weisheit, womit sie die Stadt und den Turm gebaut haben, kommt nicht aus Gott. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So God is not the author of confusion. Dementsprechend ist Gott nicht der Urheber von Durcheinander. But of peace, sondern von Frieden. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei you know, Gott. Today we hear many messages. Heute hören wir viele Botschaften.
And at times people come to me and say, Pastor, I'm confused. Und manchmal kommen die Menschen zu mir und sagen, Pastor, ich bin durcheinander. What should I believe? Was soll ich nun glauben? Oh, I just know the serpentine is walking. Und dann weiß ich, aha, die Schlange ist am Werk. Halleluja. Amen. What should I believe? Was soll ich nun glauben? What you are saying makes sense. Was du sagst, macht Sinn. But your voice is not audible enough. Ja, doch deine Stimme ist nicht kraftvoll genug. Huh? There are others when they talk, the whole world hears. Es gibt andere, wenn sie reden, da hört die ganze Welt zu. All YouTube. Ja, überall auf YouTube. Amen. Amen. And you are just small somewhere in Berlin, and you are saying this thing. Who should we believe? Also ich sag's mal in meinen Worten, du kleiner Knirps, der irgendwo in Berlin ist, ja, predigt hier nun her. Wen sollen wir nun glauben? Ja, den Superstar oder der kleinen Knirps in Berlin? Amen. Amen. Let's hold on to what the Word of God says. Lass uns bitte genau das Wort Gottes festhalten. You know, belief is our life. Denn Glaube ist unser Leben. If our belief is wrong, wenn unser Glaube falsch ist, our life will experience a shipwreck. Dann, whether in the next few years or further in many years. I'm telling you, belief is very important. Wenn unser Glaube falsch ist, dann wird unser Leben eine Katastrophe sein. Wirklich ein Schiffsuntergang. Das bedeutet, Glaube ist sehr, sehr wichtig. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So that is why even what I am preaching to you, I demand, I require that you get into the Word and make your own proper study, so that your faith is not based on the Word of man, but based on the power of God, which is Christ. Hallelujah. Und deshalb das, was ich euch predige, ich fordere euch auf, also ich stelle es euch einfach mal hin, geht selber und forscht in der Bibel nach, ob alles, was ich erzähle, richtig ist oder nur Blödsinn. Denn warum? Euer Glaube soll nicht auf den Worten Menschen gebaut sein, sondern auf die Kraft Gottes. Look at what Paul tells us. He tells the church in comparison to what happened to Eve in the Garden of Eden. Schaut euch mal an, was Paulus der Gemeinde erklärte, nämlich im Vergleich zu dem, was Eva im Garten Eden passiert ist. 2. Corinthians 11, the verse number 3. 2. Korintherbrief 11, wir lesen Vers 3. Now, this is Paul's fear for the church. Das ist die Sorge Paulus für die Gemeinde. His great concern. Ja, also sein großes Kummer. He says, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Amen. Amen. So Paul says, I fear. Also Paulus sagt, ich fürchte. Lest by any means. Ja, dass durch die List. Just like the serpent deceive Eve. Ja, so wie die Schlange Eva getäuscht hat. Our mind will be corrupted. Ja, unser Sinn wird verdorben. From the simplicity which is in Christ. Von der Einfalt, von der Einfachheit, was in Christus ist. Amen. Amen. So whenever that which you want to build is based on you doing something to become someone. Wann auch immer, das was du als Bauvorhaben, nämlich darauf gegründet ist, dass du etwas tust, um jemand zu sein, ist, there will always be a problem. Es wird immer ein Problem geben. Now, when you look even at the genealogy of Jesus, wenn du sogar den Stammbaum Jesu anschaust, the Bible tells us in the book of Matthew, die Bibel sagt uns in Matthäus Evangelium, in Matthew 1, Matthäus Evangelium 1. It says from Abraham to David was 14 generations. Nämlich von Abraham bis zu David gab es 14 Generationen. From David to their captivity in Babylon was 14 generations. Also von König David bis zu der Gefangenschaft in Babylon war 14 Generationen. From their captivity in Babylon to Christ. Ja, von der Gefangenschaft in Babel bis zu Christus war auch 14 Generationen. Was 14 generations. Amen. So after the generation of Babylon, confusion. Ja, also nach
dieser Generation von Babel, sprich von dem Durcheinander. Then come the generation of Christ. Und dann kommt die Generation Christi. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you and I today. Du und ich heute. We also, are of the generation of Christ. Wir sind aus der Generation Christi. That's why in the book of Revelation. Deswegen heißt es in Offenbarungsbrief. The Spirit Christ come out of Babylon. Nämlich da rief der Geist, komm raus aus Babel. Come out of confusion. Komm raus aus dem Durcheinander. Come out of struggles. Komm and raus pain. Aus dem Ringen und aus dem Schmerzen. Come into your rest. Komm rein zu deiner Ruhe. Jesus says, "Come unto me." Jesus sagt, komm zu mir. All ye that labor and are heavy laden. Ihr mühseligen und beladenen. For I will give you rest. Denn ich schenke euch Ruhe. God does not give like man gives. Denn Gott schenkt nicht so wie der Mensch schenkt. God, everything God gives to man. Alles was Gott dem Menschen gibt, is eternal. Ist ewiglich. Oh. Halleluja. Thank you for when something comes out of God, wenn etwas aus Gott herauskommt, it ceases to be eternal. Das hört auf, ewiglich zu sein. That is why God will not take something from himself. Und das ist der Grund, warum Gott nimmt nicht aus sich, um uns zu geben. He gives you himself. Er gibt uns sich selbst. He brings you into eternal rest. Er bringt uns in die ewige Ruhe hinein. Eternal salvation. In die ewige Errettung eternal hinein. Eternal salvation. Ewige Errettung eternal hinein. Eternal inheritance. Ewiges Erbteil eternal hinein. Peace. Ewigen Frieden. Eternal life. Ewiges Leben. So everything that has to do with God. Alles was mit Gott zu tun hat. Is eternal. Ist ewiglich. And so when he gives you himself. Also wenn er dich sich selbst gibt. He's putting you in that which is eternal. Das heißt, er stellt dich hinein in dem, was ewiglich ist. So that is why there is nothing you can do. Deshalb gibt es nichts, was du tun kannst. For you to become that which you desire. Damit du genau das wirst, was du begehrst. Amen. 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 So you and I today. Du und ich heute. We have everything that we need. Also wir haben alles, was wir benötigen. Amen. Amen. But you know our challenge. Doch. Unsere Herausforderung is that we're living in this body, ist, dass wir in diesem Leib leben and we are experiencing that which is contrary to our world being in this lower realm of reality. Und wir erleben genau das, was entgegengesetzt ist zu dem, was wir eigentlich sind, und zwar auf dieser Ebene der niedrigeren Wirklichkeit. But we need to wake up. Es ist wichtig, dass wir aufwachen that all dabei. That I need for life, dass alles, was ich zum Leben brauche, has been given to me. Mir ist schon gegeben worden. The rest that I need, die Ruhe, die ich brauche. The riches that I need, die Reichtümer, die ich brauche. The health that I need, die Gesundheit, die the ich brauche. Peace that I need, den Frieden, den ich brauche. The joy that I need, die Freude, die ich brauche. Has been given. Ist mir gegeben Halleluja. Worden. Halleluja! Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So when I begin to rejoice, also wenn ich anfange mich zu freuen, and be grateful, und dankbar zu sein, as a sign of my receptibility of all what God has given, und Dankbarkeit und wirklich dieses auch zu erfassen, es ist ein Zeichen, dass ich empfangen habe all dem, was Gott mir gegeben hat. My attitude, meine Haltung, attracts the good things of this world. Zieht die Güte dieser Welt an. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Oh yes. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus Danke, Christ. Danke, Herr Jesus Christus. So Paul says, I fear. Also Paulus sagt hier, ich fürchte. This is my great concern for the church. Das ist meine große Sorge für die Gemeinde. That just like Eve succeeded. Ja, so wie die Schlange Erfolg hatte. In deceiving Eve. Wirklich in Eva zu täuschen. He's still in operation today. Ja, die Schlange ist immer noch am Wirken heute. Wanting to deceive our mind. Ja, um unser Sinn zu täuschen. Amen. Amen. He was the originator of the Tower of Babel. Ja, er war der Urheber. Er war der, ich sag mal, der Bauherr von dem Turm Babel. So the wisdom with which they wanted to build a city and a tower. Ja, die Weisheit, womit sie diese Stadt und den Turm Babel bauen wollten, was the fact that they wanted to reach unto heaven. War die Tatsache, dass sie den Himmel erreichen wollten. They wanted to make a name for themselves. Sie wollten sich selbst einen Namen machen. No. Some few verses after. Ja, ein paar Verse danach. God called a man.
Also Gott rief einen Menschen. The Bible says he called Abraham. Die Bibel sagt, er rief Abraham herbei. From the verse number 1. Nämlich ab Vers 1. In Genesis 12. Im ersten Buch Mose 12. What did God say to Abraham? Was erzählte Gott Abraham? He says, come out of Babel. Nee, nämlich komm raus aus Babel. Come out of Babylon. Komm raus aus Babel. Because Abraham was part of that confusion. Denn Abraham war ein Teil des Durcheinanders. He says, come out of your kingry. Und er sagte ihm, komm raus aus deiner Verwandtschaft. Come out of your father's house. Komm raus aus deinem Vaters Zuhause. Come out of your country. Komm raus aus deinem Land. And I will show you a land. Und ich werde dir ein Land zeigen. I will bless you. Ich werde dich segnen. Now, are you listening? Hörst du mir zu? He didn't say, Abraham, come and then you walk to be blessed. He says, I will bless you. Also er hat nicht gesagt, Abraham, komm raus, dann kannst du arbeiten, um gesegnet zu sein. Er sagt, Abraham, komm raus, ich werde dich segnen. And I will make you a blessing. Und ich werde dafür sorgen, dass du ein Segen bist. He says, Abraham, I will make your name great. Abraham, ich mache deinen Namen groß. This is God speaking. So, das ist Gott, der sprach. The people in the Tower of Babel says they want to make a name for themselves. God says, Abraham, come out of that confusion. Allow them in their confusion. I will make your name great. In other words, I will give you my name. Amen. You know, Abraham was called the name of God. Amen. Abraham of God. Amen. Abraham, possessor of heaven and earth. Amen. For God to give his name to another. Come Amen. On. Halleluja. Amen. Und dementsprechend ist es so, dass Abraham war ein Teil dieses Durcheinanders, denn die Menschen, nämlich die das Bauvorhaben, nämlich vom Turm Babel und von der Stadt, sie wollten sich selbst einen Namen machen. Und da sagte Gott zu Abraham, komm raus aus dem Durcheinander. Nämlich lass sie das tun, was sie tun wollen, sondern du kommst raus und ich segne dich und ich mache deinen Namen groß. Das bedeutet, Abraham, du bekommst meinen Namen. Und also drei Kapitel weit, also Kapitel 14, da hieß es Abraham aus Gott. Und das ist es wichtig auch zu begreifen, dass wenn wir uns Gott hinstellen, wenn wir uns Gott hingeben, dass Gott unser Gesinnung einnimmt, was geschieht, dann tragen wir seinen Namen und erleben seine Segnungen, ohne dafür zu arbeiten. Amen. Amen. The wisdom of God, I'm coming to the second part, the wisdom of God, die Weisheit Gottes, is that God chooses a man, ist, dass Gott einen Menschen auserwählte. In the case of Abraham, im Falle Abrahams, he chose Abraham. Ja, er wählte Abraham aus. And he gave Abraham a message. Und dann gab er Abraham eine And Botschaft. He said to Abraham, und dann sprach er zu Abraham, you only need to believe. Du brauchst nur zu glauben. When you believe, wenn du glaubst, all that comes out of your loins, und alles, was wirklich von dir abstammt, based on your belief, aufgrund deines Glaubens, they will be blessed. Sie sind gesegnet. This is the wisdom of God. Und das ist die Weisheit Gottes. Oh, I don't know whether you are getting something Halleluja, here. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He chose Abraham. Er wählte Abraham aus. Abraham was a prefigure of Christ. Also Abraham war so eine Art Typus Christi. So the way God will release or God will establish his righteousness. Die Art und Weise, in der Gott seine Gerechtigkeit, seine Gleichheit mit dem Menschen gründen möchte. Is that God gives Abraham a message. Nämlich, dass Gott Abraham eine Botschaft gab. So it will not depend on Isaac or Jacob or Judah or Levi or Dan or whatever that comes out of the loins of Abraham. Abraham, their blessing will depend on Abraham's belief. That is why the Bible says that Abraham believed God and it was accounted unto him for righteousness. Hallelujah. So the Bible calls Abraham the father of faith. So whoever believes like Abraham, he is of the seed of Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass die Verheißung, die Gott Abraham gab, egal wie es wirklich mit seinen Nachkommenschaft, also sprich, egal wie es mit Isaak, mit Jakob und die ganzen Söhne Israels, egal wie es mit ihnen ist, sondern die sind gesegnet, nicht aufgrund ihrer Taten, nicht aufgrund ihrer Werke, sondern sie sind gesegnet aufgrund des Glaubens Abrahams. Und deshalb ist es wichtig auch, dass Gott
das so, also sein Bund mit Abraham so gelegt hat, dass Abraham gesegnet ist, wenn er glaubt. Die sind aufgrund des Glaubens Abrahams gesegnet. Und genau das hat er in Christus mit uns gemacht. Nämlich aufgrund unseres Glaubens an Christus sind wir gesegnet. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. Now, do you remember the life of Isaac? Also kannst du dir das Leben Isaaks vorstellen? Isaac was only eating. Also, read the story. Also liest dir mal im ersten Buch Mose über God. Isaac. Isaac war nur im Genuss. Er war ein Genießer. When he's hungry, he said, Esau, go and hunt me. The guy was just eating. Enjoying the blessing of Papa Abraham. Amen. Also, wenn er mal Hunger hat, da schickte er seinen Sohn Esau raus und sagt, hol mir mal was zu essen. Denn warum? Er genoss nur die Segnungen Abrahams. When he dig his well, ja, also and the Philistine came and that, you know, they tried to contend with him, he just left them. He went and he dig another place. Amen. The guy was just, everything he does was prospering. Amen. Not because of what he was doing, but because of the faith of Papa Abraham. Amen. Papa Abraham believed God, and God releases the blessing from generation to generation. Abraham glaubte Gott und sein Glauben wurde zur Gerechtigkeit gezählt. Das bedeutet, aus dem Glauben Abrahams wurde seine Nachkommenschaft gesegnet. Und deshalb konnte man sehen im Leben Isaaks, als er einen Brunnen gebaut hat und die Philister kamen und wollten mit ihm den Brunnen streitig machen, er hat sie gelassen, egal was er anrührt. Er wurde nur gesegnet. For 400 years. Ja, 400 Jahre ging das they gut. Enjoy the blessings of the covenant that God had with Abraham. Sie genossen wirklich die Segnungen aus dem Bund Gottes mit Abraham. Until they went into captivity in Egypt. Bis sie zur Gefangenschaft nach Ägypten ging. Amen. Amen. Halleluja. Amen. This is the same. This is what happened to us. Genau das ist uns geschehen. God appointed Jesus. Gott erwählte Jesus aus. God elected Jesus. Gott erwählte Jesus. And all that man needs to respond to God. Also alles, worauf der Mensch reagieren soll, was Gott angeht. Jesus responded on our behalf. Das hat Jesus für die Menschheit getan. Now listen to the wisdom of God. Also bitte hört die Weisheit Gottes an. Now, Jesus responded to God on our behalf. Jesus reagierte auf Gott unseretwegen. And so all that which God responded in return. Und alles, was Gott nun tat als Folge dieser Reaktion. The blessings upon Jesus. Ja, die Segnungen auf Jesus. The inheritance he received from God. Das Erbteil, was Jesus empfangen hat. The peace he received from God. Den Frieden, was er empfangen hat. The riches he received from God. Die Reichtümer, die er empfangen hat. Has been released to us. Sie wurden uns zuteil. Only if we believe in Jesus. Nur wenn wir an Jesus glauben. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So who Jesus is? Also wer Jesus ist heute? Is who we are. Genau das sind wir. That is the wisdom of God. Und genau das ist Gottes Weisheit. It's not for you to do. Es ist nicht, dass du etwas tust. For you to be blessed. Sondern damit du gesegnet wirst. Because Jesus is blessed. Denn Jesus gesegnet ist. And the one man wisdom of God stipulates that. Und diese Ein-Mann-Weisheit von Gott sagt uns Folgendes. That when one represent all. Wenn einer die ganze Menge vertritt, those that are in that one man, also diejenigen, die in diesem einen sind, in other words, those that are identified to him, also anders gesagt, diejenigen, die sich mit diesem einen identifizieren, also receive the blessing that that one man has. Sie empfangen genau dieselben Segnungen von diesem einen Menschen. Jesus is in heaven. Ist im Himmel. You and I, du und ich, we are in heaven. Wir sind im Himmel. Jesus is righteous. Ist gerecht. You and I, du und ich, we are righteous. Wir sind gerecht. Jesus is holy. Ist heilig. You and I, du und ich, we are holy. Wir sind heilig. Jesus is rich. Ist reich. You and I, du und ich, we are rich. Wir sind reich. So when we identify to Christ, wenn wir uns mit Christus identifizieren, we partake of his blessing. Nehmen wir teil an seiner Segnung. Amen.
Amen. Amen. This is the wisdom of God. Aber genau das ist Gottes Weisheit. This is how the house is being built. Aber genau so wird das Haus gebaut. Jesus said, denn Jesus erklärte, in Luke 6, the verse 46, nämlich in Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 46, he that comes to me, derjenige, der zu mir kommt, and hear my saying, der auch meine Sagen anhört, and doeth them, und er handelt danach. I will liken him to a man, dem gleiche ich einen Menschen an, who builds his house upon a rock, nämlich der sein Haus auf dem Felsen baut. The rain falleth, es regnete, the storm comes, es stürmte, the wind blows upon na, this house, der Wind ist gekommen, but this house stands, doch dieses Haus ist stehen geblieben, because it's built upon the rock, weil dieses Haus auf dem Felsen gebaut ist. Thou art Christ, denn du bist Christus, the Son of the living God, Sohn des lebendigen Jesus Gottes. Responded, Jesus reagierte, he says, upon this rock, nämlich auf diesem Felsen, I will build my church, baue ich meine Gemeinde, upon this rock, auf diesem Felsen, I will build my house, baue ich mein Haus, I will build my city, ich baue meine Stadt. Jesus is the rock, Jesus ist der Fels, Jesus is the wisdom of God, Jesus ist die Weisheit Gottes. 1 Corinthians 1, the verse 24. 1. Korinther 1, Vers 24. He is the wisdom of God. Er ist die Weisheit Gottes. He is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. So whatever God builds, also was auch immer Gott baut, he builds through Jesus. Er baut es durch he Jesus. Builds through this wisdom. Er baut es durch diese Weisheit. Not what you will do, nicht das, was du tun but wirst, what you will believe, sondern was du glauben wirst. So all what you need to build on, also worauf du bauen solltest, is on Jesus. Ist auf Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. What is contrary to this wisdom? Was dieser Weisheit entgegensteht? Paul calls it another gospel. Paulus nennt diese ein anderes Evangelium. He says, even me, Paul. Auch sogar ich, Paulus. Galatians 1, the verse 6. Galaterbrief 1, Vers 6. He says, even me. Auch ich. Or an angel from heaven. Oder ein Engel aus dem Himmel. Preaches another gospel. Predigt ein anderes Evangelium. Let him be a curse. Sie soll verflucht sein. You know God cursed Adam? Also wusstest du, dass Gott Adam verflucht hat? No, sorry, let me fix it well. Mm-hmm. Because God doesn't curse. Denn Gott verflucht nicht. Adam entered into the curse. Genau. Also Adam ist wirklich in den Fluch hineingekommen. Because he determined to start walking. Weil er sich entschieden hat, zu arbeiten, in order for him to be someone, damit er jemand wird. Amen. Amen. So God says, anyone who does not adhere to this gospel, he is a curse. Jeder, der sich nicht nach dem Evangelium richtet, sprich, der sich nicht an Jesus Christus glaubt, was tut er? Die Person ist in den Fluch selber reingelaufen. Listen to me. Hört mir hin. Did these guys in the Tower of Babel? Ja, also diese Menschen, was der Turm Babel angeht. Did they build the tower? Haben sie diesen Turm gebaut? Yes. Ja. Don't be fooled by what people do outside. Also, seid nicht getäuscht, und zwar durch die Taten der Menschen, durch die äußerlichen Taten. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see big ministries and say, oh, God is working. Really? Really? Man sieht große Dienste, man sagt, wow, Gott ist am Wirken. Ja, viele, also Scharen gehen dahin. Aber wirklich, also wirkt Gott wirklich da? It may be. Das mag ja sein. It may not be. Das mag auch nicht sein. Amen. Amen. But we have to stand on the wisdom of God. Doch es ist wichtig, dass wir auf die Weisheit Gottes stehen. Which is in Jesus Christ. Und diese Weisheit ist Jesus Christus. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the practices of our faith, also die Praktiken unseres Glaubens, is based on this wisdom. Ist fundiert auf dieser Weisheit. What are the practices of our faith? Was sind die Praktiken unseres Glaubens? Prayer. Gebet. Prayer is based on that wisdom. Gebet wird auf dieser Weisheit gebaut. You don't pray to become. Du betest nicht, um etwas zu sein. You pray because you're blessed. Du betest, weil du schon gesegnet bist. Number two, als zweites, giving. Das Geben. Now, I'm talking about the practical things of our faith. Ich rede über die praktischen Dinge unseres Glaubens. You don't give because God becomes an automat that will release to you more. Also du gibst nicht, weil du hoffst, okay, wenn ich gebe, dann wird Gott mir mehr geben. So nach dem Motto, Gott ist ein Casino.
No. Nein. You give because you are blessed. Nein, du gibst, weil du gesegnet bist. And because you are blessed, und weil du gesegnet you bist, will be blessed. Dann erlebst du noch mehr Segen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So this is, you know, this is the wisdom with which we practice our faith. Und das ist die Weisheit, womit wir die Praktiken unseres Glaubens ausüben. You worship. Ja, du betest an. Because God has brought you into a place of oneness with Him. Weil Gott dich mit sich selbst wirklich eins gemacht hat. Amen. Amen. You know, I disturb my choir people, you know, for some time, you know. Bring certain songs and say, Pastor doesn't like. You know, when they bring a song, you say, does Pastor like this? Amen. Because we have to adjust our worship unto God. These are the days of Elijah. Wonderful. Are we in the days of Elijah? Das muss ich so sagen, wie Pastor das gesagt hat. Also Pastor stört das Chor, und zwar, warum? Damit wir also in der Praktik bzw. in der Ausübung unserer Anbetung wirklich entsprechend unserem Glauben sind. Deshalb ist es so, dass man öfters mal zu ihm kommt und fragt, naja, passt dieses Lied oder passt es? Zum Beispiel dieses berühmte Lied. Also das sind die Tagen Elias. Wirklich? Sind das wirklich die Tagen Elias? Auf keinen Fall. Das sind die Tagen Amen. Der Söhne. Halleluja. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. Glory be to God. Ehre sei Gott. We evangelize. Also wir missionieren, also wir evangelisieren. Because God has reconciled the whole world to himself. Also weil Gott die ganze Welt mit sich selbst versöhnt we hat. We tell them of their reconciliation. Nämlich wir sagen den Menschen von dieser Versöhnung. We don't send them to hell. Ja, also wir gehen nicht hin und sagen, du wanderst in die Hölle, wenn du nicht Buße tust. Das machen Amen. Wir nicht. Nein. Halleluja. Halleluja. So whatever we are practicing. Was auch immer wir an Praktiken ausüben. Is based on this wisdom. Es ist auf dieser Weisheit fundiert. We fellowship together. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Because we are brothers and sisters of the same bosom. Denn warum? Wir sind Brüder und Schwestern aus demselben Schoß. I see Christ in you. Ich sehe Christus in dir. Amen. Amen. Halleluja. Amen. We are the same. Wir sind dieselben. We are one in him. Wir sind eins in ihm. That is the reason we gather together. Das ist der Grund, warum wir uns versammeln. This is the wisdom on which we build. Also auf diese Weisheit bauen wir. Glory be to God. Ehre sei Gott. When we fast. Wenn wir fasten. We are fasting because we want to come into the awareness of that which God has made us to be and given to us. Wir möchten durch Fasten wirklich in diesem Bewusstsein, in dieser Wahrnehmung dessen, was Gott uns gemacht hat und was er uns gegeben hat. Amen. Amen. The wisdom of God. Die Weisheit Gottes. Glory be to God. Ehre sei Gott. James said, Jakobus sagte, the wisdom that is above, nämlich die Weisheit, die aus dem Himmel kommt. James 3:17. Ja, das ist Jakobus 3:17. It says first is pure. Als erstes ist diese Weisheit rein and peaceable. Und auch friedlich. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. So, what we do, was wir tun also, is based on who we are. Ist aufgrund dessen, wer wir sind, fundiert. Amen. Amen. So we are not doing what we need to do. Wir tun nicht das, was wir zu tun brauchen, in order for us to become someone. Damit wir irgendjemand werden. In order for us to receive something. Damit wir irgendetwas empfangen. That is the wisdom of Babel. Denn genau das ist die Weisheit Babels. Die that Weisheit vom Durcheinander. The wisdom of confusion. Ja, die Weisheit vom Durcheinander. Glory be to God. Ehre sei Gott. So when the church begins to wake up to this truth. Wenn die Gemeinde zu dieser Wahrheit wach wird. Our home will be beautified. Unser Zuhause wird schön sein. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we will not relate to one another. Dann gehen wir miteinander nicht um. Based on what we can receive from them. Aufgrund dessen, was wir von dem anderen bekommen können. We relate. Sondern wir gehen miteinander um. Because of what we can give. Und zwar aufgrund dessen, was wir geben können. Glory to God. Ehre sei Gott. Amen. So when we walk with this understanding, wenn wir mit diesem Verständnis wandeln, we walk with healing, dann wandeln wir mit Heilung and restoration. Und Wiederherstellung. Thank you, Father. Danke, Vater.